Ich bin der Markus. Muss her. Ich bin Ann. Für meine Reise brauche ich unbedingt meine Laufschuhe. Papier zum Zeichnen. Mein Pinselset. Meine Fahrradsachen. Vorwärts. Und meinen Hut. Und natürlich Bücher über die französische Geschichte. Heute lernen wir Grenzgänger zwischen Leben und Tod kennen. Wir freunden uns mit einem Esel an. Wir begleiten einen Mann, der trotz eines Handicaps 20.000 Kilometer im Jahr auf einem Rennrad fährt. Wir entwerfen Holzschuhe. Und wir kochen ein Gourmet-Menü aus Wildpflanzen. Total schön und ich finde sie auch richtig spannend, weil du stößt ja überall auf irgendwelche Spuren aus dem Ersten Weltkrieg, habe ich gelesen. Jetzt gerade am Hartmannswiler Kopf, wo wir jetzt hinkommen, da ist alles voll davon. Also das wird auch ein bisschen unheimlich, oder? Als ich klein war, verbot mir meine Großmutter, auf die Felder zu gehen. Es gab dort noch Minen. Da ich überall herumwuselte, war das ziemlich gefährlich. All diese Toten. Der Hartmannswiller Kopf war ein strategischer Ort. Deutsche und Franzosen bekämpften sich hier. 8-mal wechselte die Frontlinie. Beide wollten diesen Berg erobern, da er über dem Elsass liegt. Verrückt, nicht? Nur wegen so einem Berg. Man hat wirklich das Gefühl, man spürt, dass hier der Tod zu Hause war. So viele Tote von Menschen waren verursacht. Das macht mich traurig. Das sind Leute. Sehen aus wie Polizisten. Wir gucken mal, was die machen, oder? Komm. Was machen Sie? In diesem Schützengraben wurde dieses deutsche Artilleriegeschoss entdeckt. Wir sind dabei, es zu bergen. Ist es nicht total gefährlich jetzt, dass es hier liegt und wir hier sind? Es handelt sich um eine abgeschossene Munition. Sie ist explosiv, aber in diesem Zustand ungefährlich. Bei der Bergung vermeiden wir allerdings, dass Leute in der Nähe sind. Das Risiko ist zu groß. Könnte ich das zeichnen? Ich mache mich auch ganz klein. Solange wir dabei sind, die Munition zu identifizieren, ist das kein Problem. Sie sind für mich eigentlich richtige Grenzgänger. Denn ein Risiko ist ja immer dabei, oder? Das stimmt. Wir haben einen gefährlichen Beruf, der entschiedenes und selbstbestimmtes Handeln von uns verlangt. Das gefällt uns an diesem Beruf. Jetzt müssen wir Sie bitten zu gehen, da wir nun das Geschoss bergen und abtransportieren. Wie weit? Nur ein paar hundert Meter. Wir warten, bis Sie aus unserem Sichtfeld sind. Das ist ja schon gespenstisch, was hier noch alles rumliegt aus dem Ersten Weltkrieg. Und diese Minenentschärfer, die haben Nerven. Ist die Bombe sicher verräumt? Ja, sie darf sich beim Transport nicht bewegen. Und was macht ihr jetzt mit der Bombe? Wir fahren sie zum Sammellager, wo wir sie mit anderer Munition zerstören. Und diese Munition wird mit anderen Munition im Fourneau. Können wir mitkommen?
Kein Problem, Sie können uns folgen. Okay, gehen wir mit? Ich mache lieber eine Wanderung, um auf andere Gedanken zu kommen. Okay. Aber ich komme jetzt. Auf Wiedersehen, vielleicht bis bald mal wieder. Gutes Gelingen. Ich bin mit Richard verabredet. Er liebt Esel und hat mehrere bei sich aufgenommen. Diese Tiere sind gar nicht so stur, meint er, sondern sehr intelligent. Er soll mir dabei helfen, den idealen Esel für eine Wanderung zu finden. Das habe ich noch nie gemacht. Alles klar bei dir? Guten Tag, Richard, stimmt's? Richard, Chef der Esel. Ich heiße Anne. Oh Mist, er frisst meinen Hut. Das war nicht geplant. Gib mir meinen Hut wieder. Was macht man da? Hat er ihn im Maul? Ja, zwischen den Zähnen. Ich brauche ihn gegen die Sonne. Nehmen Sie den, der Ihnen am besten gefällt. Okay. Das ist Paco. Nein, Cachou. Jackie ist der Größte, aber nicht der Coolste. Einer von den fünf Eseln da hinten ist Joli Gris, der Dickste von allen. Der ist mir sympathisch. Sie nehmen also Anatole. Hier ist Futter drin. Sie müssen ihm den Halfter anlegen, um ihn aus der Herde zu holen. Wir drehen eine Runde und schauen, ob er mir folgt. Danach geben wir ihm ein kleines Leckerli. Kommst du? Das Zaubermittel. Los jetzt. Na los, Anatole, komm jetzt. Wir sind hier am Sammel- und Zerstörungsort des Colmar-Zentrums für Minenräumung. Das werden wir jetzt alles heute sprengen? Das alles wird gleich gesprengt, zusammen mit der Granate, die wir geborgen haben. Und wie lange, glauben Sie, werden Sie noch zu tun haben? Wann ist das mal alles weg? Laut Statistik in 300 bis 700 Jahren. So. Noch 15 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Die kleinen Vögelchen in den Wäldern. Los jetzt! Ich habe mir Anatole mit R ausgesucht. Wir mögen uns, aber er ist ein Dickkopf, so wie ich. Anscheinend sucht man sich seinen Esel nach dem eigenen Charakter aus. Tja, ich habe den schlimmsten der Gruppe. Anatole ist nicht einfach, aber sehr sympathisch. Ich mag seine Sturheit. Außerdem heiße ich Anne. Esel im Französischen. Los.
Großanatol. Wenn er nicht weitergehen will, kriegt man ihn noch nicht dazu. Ich bin froh, dass Richard mitgekommen ist, um nachzuhelfen. Hallo, ihr Ziegelein. Der Fischbödlersee liegt hinten links. In dem kleinen Tal dort. Richard erzählt mir viel Unbekanntes über die Vogesen, über die Region, den Weg, den wir gehen und den alten Gletscher. Eine wunderschöne Wanderung. Fantastisch. Er gewöhnt sich langsam an mich. Ich vertraue ihn Ihnen an, solange er eben mitmacht. Ich werde gut aufpassen. Danke. Gute Reise. Danke. Ohne Ihre Begleitung wäre es schwierig gewesen. Ich bin am Fischbödelsee, zeichne meinen Esel und fühle mich pudelwohl. Es könnte den ganzen Nachmittag so weitergehen. Also Rennradfahren in den Vogesen ist wirklich ein Traum. Und dann noch mit so einem Partner wie Christian Hettich. Ich komme ihm kaum hinterher. Christian, ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Rennradfahrer zu werden? Ich habe mal einen Typ mit einem Bein einen Pass erklimmen sehen. Da kam mir die Idee, Fahrrad zu fahren. Zuerst war es schwierig, aber ich habe es geschafft. Wie war das für Sie, in der Situation nach dem Unfall anzufangen? Das war hart. Ich war erst 15,5, als ich den Unfall hatte und musste bei Null anfangen. Für einen Teenager ist das besonders heftig. Aber ich habe es geschafft. Mit dem Radfahren habe ich erst mit 35 angefangen. Und was ist das Schwierigste, wenn man das mit einem Bein macht? Das Gleichgewicht, oder? Am Anfang ja nicht hinzufahren. Daher die zwei Schalen für meine Stümpfe. Danach muss man nur noch fahren. Was mich am meisten begeistert, sind die Berge. Mit welcher Kraft und Zähigkeit Christian Hettich die Berge hochfährt. 20.000 Kilometer Fahrrad im Jahr. Aber wahrscheinlich ist es die beste Art, mit seinem Handicap zurechtzukommen. Das ist auch das Beste, wenn man so wie er ein ganz klares Ziel vor Augen hat. Boah, ist das ein schöner Blick. Wahnsinn. Es lohnt sich, hier raufzufallen. Diesen Blick, diese Berge haben Sie jeden Tag. Aber was war das härteste Rennen, das Sie je gefahren sind? Das härteste Rennen ist die Haute Route, die ich gerade hinter mir habe. 3 Wochen in den Dolomiten, den französischen Alpen und den Pyrenäen. 2600 Kilometer mit 62.000 Metern Höhenunterschied. Das höchstgelegene und gefährlichste Radrennen der Welt. Das ist doch eigentlich eine echte Grenzerfahrung, oder? Eigentlich sind Sie ein richtiger Grenzgänger. Sie sind Frontalier. Das stimmt, das ist extrem. Aber ich liebe das. Ich möchte zeigen, dass man auch mit einer Behinderung zu sowas fähig ist. Alle finden das, was ich mache, außergewöhnlich. Aber im Grunde ist es meine Behinderung, die mir die Kraft dazu gibt. Dann wünsche ich ganz viel Erfolg, viel Glück, toi, toi, toi. Vielen Dank, ich muss so an. Bis bald, ich gehe da runter. Bye, bye.
Ich möchte auch so schöne Clocks wie du. André ist sehr authentisch. Seit Jahren stellt er Holzschuhe her. Sein Beruf ist seine Leidenschaft, wie bei mir auch. Was ist das für eine Maschine? Die hüllt aus. Sie erleichtert die Arbeit enorm. Mit der Hand dauert es viel länger. Die Werkzeuge sind Löffel. Sie drehen sich und hüllen aus. Durch das Schubkurbelsystem kriegt man die entgegengesetzte Bewegung. Mit dieser Maschine kann man wirklich alles machen. Die ist unzerstörbar. In der Tat. Wie hast du den Beruf erlernt? Von meinem Großvater, als ich 14 war. Guck mal, so sieht das jetzt aus. Was ist das? Ich nenne das einen Holzschuh. Ein Stöckelholzschuh? Das klingt besser als Holzclogs. Die waren für eine Modenschau in Paris, für die Fashion Week. Man kann mit denen laufen. Ist Laufen möglich? Ja, klar, kann man. Kann ich es mal probieren? Klar, kannst du. Na, los geht's. Perfekt. Mein neuer Style. Der wird Markus bestimmt gefallen. Meine neuen Wanderschuhe. Bonjour. Geht's da nach Lüttenbach? Ja, geradeaus weiter und an der Kreuzung dann links. Okay, merci. Gern geschehen. Ich möchte einen Holzschuh zum Thema Reisen machen. Ich mag, was mit Schiffen, Matrosen und dem Meer zu tun hat. Das ist auf der einen Seite vom Holzschuh. Nicht schlecht. Du musst mir aber die Technik zeigen, sonst bin ich verloren. Na klar, kein Problem. Zum Thema Reisen und Meer. Das ist gut. Wir klemmen ihn ein, damit du besser schnitzen kannst. Das war der falsche. Jetzt lasse ich es dich machen. Die Form wird sich noch verändern. Ich mache den ersten kleinen Schlag. Jetzt kannst du ohne Hemmung loslegen. Mit kleinen Schlägen. Jetzt drehst du das Werkzeug um. Das Schwerste überlässt du wohl mir. Du bist dran. Stell dich richtig hin. So, ja. Super. Entschuldigung. Ein kleiner Schlag. Ich bin Rechtshänderin. Gut so. Ich hab's wohl vom Großvater. Ach ja. Nur, dass mein Großvater Möbel machte. Aha. Oh, der große Sportler kommt. Hi Markus, wie geht's? Müde bin ich, aber verständlich. Sag mal, ist das dein Esel da draußen? Ja, das ist Ranatol. Ranatol, der ist total süß. Bonjour, Monsieur. Bonjour, bonjour. André, der Holzschuhmacher. Neue Schuhe. Ja, neue Wanderschuhe. Ich bin noch nicht ganz fertig, die Feinarbeiten fehlen noch. Dann probiere ich sie aus. Das sind die Wellen, oder? Ja, Wellen und Fische. Wenn du noch Zeit brauchst, dann kümmere ich mich um ein gutes Essen, okay? Perfekt. Ja. Bis dann. Nächstes Jahr gehe ich mit diesen Schuhen zum Fasching. Nicht schlecht. Im Februar, zu Karneval, werden die Holzschuhe am meisten getragen. Von den Hexen. Warte, noch ein kleines Detail. Das sind dann große Gruppen. Deutsche? Ja, sie kommen, um sie zu probieren.
Nathalie Obrecht ist eine absolute Expertin für Wildpflanzen. Nicht nur für Pilze oder Kräuter, sondern auch für Gräser, die auf der Wiese wachsen oder ganz normale Blümchen. Ich bin ja eigentlich nicht so sehr der Sammler, das ist mehr Ansache. Aber erstens hat sie zu tun und zweitens geht es ja hier auch um gute Küche. Und da bin ich immer dabei. Das ist ja schön, das Blaue. Kann man das essen? Ja, das ist essbar. Wir pflücken eine oder zwei. Die sehen schön aus hier, die gelben. Sie sind zwar schön, aber giftig. Man sollte sie nicht pflücken. Selbst die Tiere fressen sie nicht. Solche Wiesenblumen können genauso giftig sein wie irgendwelche Pilze. Also man muss wirklich total absolut. Man kann Bauchschmerzen bekommen, erbrechen. Man muss sich sicher sein, dass das, was man pflückt, essbar ist. Sonst sind die Folgen fatal. Die hier ist interessant. Das ist Bärenklau. Probier mal. Wonach schmeckt es? Ist ja irre. Es schmeckt wirklich wie Zitrusfrüchte. Ein bisschen bitter, aber... Damit kannst du einen tollen Aperitif machen. Wenn du eine Wunde hast, stoppt es das Bluten. Wir machen jetzt einen Quiche-Grundteig. Das ist ein ulkiges Ei, das ist so grün-blau. Was ist das für ein Huhn? Hat es nur Kräuter gegessen? Vielleicht, ja, Farbe habe ich noch nie gesehen. Ja. So ist gut. Dann haben wir Sie können es dazu tun. Wie viel? Drei. Okay. Jetzt fügen wir den Bärlauch dazu. Alle rein, oder? Vielleicht nicht alles, drei Viertel. Okay. Ist das wie viel? Ja. So, jetzt müssen wir den Speck verteilen, oder? Genau. Ganz ohne Speck geht's doch nicht, oder? Nein. Also gut, für Vegetarier geht's natürlich. Aber schließlich sind wir in den Vogesen, da hat Speck Tradition. Ja, das wäre ja auch schade. Ich habe ihn zuvor angebraten, um ihn ein bisschen auszulassen. Super. So reicht. Ich muss ihn auch in den Ofen tun, weil wenn die ankommt, von ihrem Eselsritt, die hat bestimmt Hunger. Die Quiche. Mit Bärlauch. Besser, wir fangen mit den Petit Fours an. Genau. Das ist ein Gurkenparfait. Mit Minze, Basilikum, Zitrone und mit Pimpanelle, einer Wildpflanze, die leicht im eigenen Garten wächst. Oh, das ist ja toll. Gut, nicht? Das ist fantastisch, das ist richtig scharf. Ja, von der Minze und Basilikum. Was ist da jetzt alles drin? In dem Wildpflanzensalat ist auch normaler Salat, da sie es nicht gewöhnt sind. Dazu Kapuzinerblüten, Nachtkerzenblüten und die kleinen Blumen, die wir vorhin gepflückt haben. Wildpflanzen sind viel energiereicher. Mit Liebe gepflückt. Achtung, wer nicht daran gewöhnt ist, dem kann es auf den Magen schlagen. Der Salat schmeckt unglaublich, finde ich. Da sind so viele Aromen drin, das kann man kaum, kriegt man kaum zusammen. So viel das stimmt. Sind das. Ja, und jede Gabel schmeckt anders, die man nimmt. Also es ist wirklich total irre. Ich habe nicht mal Lust zu reden, so gut schmeckt es. Also wenn ich könnte, würde ich eigentlich jeden Tag so kochen. Das schmeckt unwahrscheinlich gut und man hat das Gefühl, man tut sich wahnsinnig viel Gutes. Aber erstens braucht es Zeit. Ne? Also eine Stunde muss man, glaube ich, sammeln gehen, bis man so ein Essen machen kann, oder? Mindestens. So lange brauchst du. Vielleicht nicht für den Salat. Also, wenn es das im Bioladen gäbe, das wäre perfekt. Ne? Dann würde ich das immer machen. Aber als Städter ist es nicht so einfach. Wobei Unkraut habe ich genug im Garten. Also von daher. Thank you.
Oude Ribeauvillé, ein idealer Ort, um sich für die nächste Etappe zu stärken. Und das ist perfekt. Ich habe immer davon geträumt, in so einem Baumhaus mal zu übernachten. Wir fahren Kanu durch traumhaft schöne Landschaften. Ich entdecke mitten im Wald eine Oase des Friedens. Ich tauche in einem eiskalten See. Ich lasse mich von einem Geschichtenerzähler verzaubern. Wir erleben die ganz besondere Härte des Unterwasser-Rugbys. Und wir treffen einen echten Grenzgänger auf der Rheinfähre.